Hallo und willkommen zurück zu Denkreisen. Wir haben in der Einleitung dieser Sonderreihe zur Apokalypse von Münster über die gespannte Atmosphäre gesprochen, die um 1520 in Nordeuropa geherrscht hatte. Wir haben es mit einer verstaubten, demagogischen Kirche zu tun, die angegriffen wird von einem Theologen aus Wittenberg. Und wir haben den deutschen Adel, der durch diesen Sachverhalt breit polarisiert ist. Denn nicht jeder hält Luther für einen Ketzer, er hat auch Fürsprecher. So breitet sich eine neue Idee durch die Länder aus. Die Idee, dass es nicht Gott gegeben ist, dass eine katholische Kirche unmittelbar an der Schaltstelle zwischen Macht, Geld und Glaube sitzt. Doch die Sehnsucht nach Veränderung und nach sozialen Reformen, die in den Reihen der Stadtbürger ebenso tief sitzt wie bei der Landbevölkerung, schlägt unterschiedlichste Blüten. Nicht selten in einer überhöhten Weise, die nichts mehr mit den Thesen Luthers zu tun hat. Ein Problem, das Luther viel Kopfzerbrechen bereitet. Doch kommen wir endlich zu unserer Geschichte. Und diese beginnt in den Niederlanden. Hier kommt um die Jahrhundertwende im nordholländischen Haarlem Jan Matthijs auf die Welt. Über sein frühes Leben ist nur wenig mehr bekannt, als dass er ein gelernter Bäcker war. Die Vermutung, dass er sein Herz mehr nach Abenteuer und spiritueller Erfahrung schlug, als nach geregelten Arbeitszeiten in der Backstube, ist angesichts der weiteren Ereignisse durchaus zulässig. Matthijs Karriere im Einzelhandel dauerte ja nicht lange. Er hängte die Schürze an den Nagel und wurde ein Anhänger des damals populären Führers der Täuferbewegung, des schwäbischen Predigers Melchior Hoffmann, die nach ihm auch als die Bewegung der Melchioriten genannt wird. Hoffmann, ehemaliger Kampfgefährte Luthers, doch nun ein Anabaptist oder Wiedertäufer und Reformer in eigener Regie, taufte eigenhändig Matthijs und fand in ihm schnell den nützlichen Mann für das Grobe. Als eifriger Gefolgsmann Hoffmanns fiel der aufbrausende Niederländer insbesondere als Störenfried bei katholischen Versammlungen und Prozessionen auf. Nach mehreren Verhaftungen wurde ihm 1528 fürs Lästern die Zunge durchbohrt, was seinem Eifer jedoch keinen Abbruch tat. Erfahrungen wie diese trugen eher zu seiner weiteren Radikalisierung bei. Die Anabaptisten oder Wiedertäufer hatten keinen ausgesprochen leichten Stand, denn sie wurden von allen Seiten angefeindet und nicht selten auch bedroht. Die alte Kirche sah in ihnen Verbrecher, die neuen Christen, also die Lutheraner, die hielten Abstand, waren sie doch selbst für ihre eigene deutlich gemäßigtere Haltung in vielen Regionen als Ketzer verschrien. Das Wormser Edikt von 1521 war ja noch in Kraft und nach Karl V., dem Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, galt jeder, der sich mit Luther assoziierte, als Ketzer. Die Reformen waren in dieser Zeit zarte Pflänzchen, die leicht unter dem Gewicht von Anschuldigungen und falschen Seilschaften erdrückt werden konnten. So hatten sich am 25. April 1529 auf dem Reichstag zu Speyer die Vertreter der alten Kirche und die Vertreter der Reformation darauf geeinigt, gleichermaßen die Täufer zu verbieten und entsprechend zu verfolgen. In der Praxis sah das manchmal etwas anders aus. Die Prediger und selbsternannte Aposteln waren häufig sehr beliebt und faszinierten gerade jene Teile der Bevölkerung, die arm waren und deshalb nicht immer die Geduld für eine gemäßigte, schrittweise Sozialreform hatten. Die Redelsführer zu verhaften, konnte Aufruhr verursachen. Viele Landesherren und Stadträte waren also bemüht, vorsichtig zwischen Strafverfolgung und Duldung zu lavieren. Es kam vor, dass die Prediger mehr die Rolle eines Propheten annahmen und prophetische Ankündigungen vornahmen. Stichwort Weltuntergang. Allerlei Spinner machen es bis heute. Das mag man als eine praktische Abkürzung ansehen, wenn es darum geht, zügig eine größere Menschengruppe um den Finger zu wickeln. Um schneller und effektiver Anhänger zu generieren, kann es nützlich sein, ein Katastrophenszenario heraufzubeschwören, das wie eine dunkle Wolke über den Leuten hängt, aber gleichzeitig muss man ihnen auch einen Ausweg anbieten. Ein Heilsversprechen. Wir sehen das doch auch heute überall. Ist es nicht gerade in unserer Zeit eine konventionelle Methode, die apokalyptischen Fantasien der Daesh-Krieger, die sich in einer finalen, epochalen Schlacht mit den Amerikanern sehen, oder der typisch westliche, zumeist christlich-konservative Politiker, der da sagt, die Bedrohung ist ernst, aber wenn wir wachsam sind und gemeinsam beten, wenn wir denunzieren oder genug Kontrolle und Überwachung ausüben, werden wir es schaffen. Damals gab es die eine Katastrophe, die jeder kannte, die christliche Apokalypse. Die war auch gut geeignet, um zwischen den Gerechten und den Sündern zu trennen und damit den eigenen Anhängern einen Lösungsweg anzubieten.
Gott würde jene verschonen, die bei der gepredigten Ideologie mit an Bord waren. Der Haken bei dieser Idee war natürlich, dass man sich oft gezwungen sah, diesem Ereignis ein Datum zu verleihen, da sonst der Furchtmechanismus nicht ausreichend gegriffen hatte. Und ab dem Augenblick lief das Taxameter. Denn alles Vertrauen und Gefolgschaft, das man durch diese Lüge verbucht hatte, würde sich am Tag X vermutlich in Luft auflösen, wenn das angedrohte Ereignis ausgeblieben war. Nachdem einige der Wiedertäufer als Ketzer hingerichtet worden waren, ordnete der vergleichsweise besonnene Melchior Hoffmann an, die Taufen neuer Anabaptisten einzustellen. Zumindest so lange, bis der von ihm prophezeite Weltuntergangstermin eingetroffen war und sich die Sache dann ohnehin von alleine erledigt haben würde. Junge, aufgeladene Gefolgsleute wie Jan Matthäus bissen sich dann nur höchst ungern auf die Unterlippe und verharrten unzufrieden in Passivität. Als aber im Herbst 1533 Melchior Hoffmanns eigener Apokalypse-Termin geplatzt war, wandte sich Jan Matthäus von ihm ab und rief sich selbst zum Anführer einer eigenen Anabaptistenbewegung aus. Er gründete einfach eine eigene Band. Melchior soll Matthäus noch gewarnt haben, die Dinge nicht zu überstürzen und mindestens 2 Jahre zu warten, bis er anfangen würde, selbst zu taufen. Doch Matthäus, bekannt für seine impulsive Natur, hörte da nicht hin. Jan Matthäus besaß eine lautstarke Präsenz und wirkte auf die Menschen dominant und einschüchternd. Der münsteranische Schreiner Gresbeck, einer der Augenzeugen der Ereignisse, beschreibt ihn mit den Worten: ein gröt lang Mann und hatte einen großen schwarzen Bart. Matthäus bringt eine gänzlich neue Qualität in die Täuferbewegung. Bis dahin scheinen die Täufer weitgehend eine passive Bewegung zu sein. Und passiv meint hier, dass sie ihren Glauben ganz im Geiste Christi zum Ausdruck bringen wollen und damit Verfolgung und Demütigung erdulden. Jan Matthäus sieht die Rolle der Anabaptisten in einem ganz anderen Licht. Vergeltung und Bestrafung der Gottlosen, also jener, die nicht bereit sind, die neue Taufe anzunehmen, hatten in seiner Lehre durchaus einen Platz. Er war inzwischen nach Amsterdam gegangen, wo er sich als Sendbote Gottes präsentierte, um, wenn nötig, mit Gewalt einen baptistischen Gottesstaat zu errichten. Seine Ehefrau ließ Matthäus in Haarlem zurück, was damals ein Skandal war, während er sich eine Geliebte mit dem Namen Düwertchen nahm und diese dann auch noch vor ihren aufgebrachten Eltern versteckt hielt. In jenen Monaten in Amsterdam scheint er die Erfahrung gemacht zu haben, dass der kulturelle Schmelztiegel dieser Stadt zwar geeignet war, einzelne Individuen zu rekrutieren und zu einer wehrhaften Gruppe aus allerlei Haudegen zu einen, doch die Stadt selbst würde niemals ein realistischer Nährboden für seine Gottesstaat-Idee sein. In diesen wenigen Monaten benannte Matthäus also zahlreiche Apostel, die er taufte und in die umliegenden Regionen als Missionare entsandte. Um vorzufühlen, wo es möglich sein würde, seiner neuen Splittergruppe ein nahrhaftes Biotop zu geben. Seine Vision war bereits geboren, doch das Wann und Wo stand noch nicht fest. Hierbei stieg insbesondere der ehemalige Schneider und Gastwirt Jan Bockelson aus Leiden zu Matthäus rechter Hand auf. Für die Nachwelt wurde er auch unter dem Namen Jan van Leiden oder Johann von Leiden bekannt und wurde so auch in Meyerbeers Oper Propheten verewigt. Bockelson galt trotz seiner mangelnden Bildung als intelligent und sehr ideenreich. Er war gut aussehend, charismatisch und verglichen mit dem vorlauten Matthäus eher feingesichtig. Er hatte bereits als junger Geselle weite Teile Europas gesehen, von Lübeck über England, ja sogar Portugal. Er schrieb auch Theaterstücke, die er selbst produzierte, und war damit eine Art früher Self-Publisher. Er hatte geheiratet und kam auf diese Weise dazu, die Führung einer Hafenkneipe zu übernehmen. Ein Detail, das gelegentlich zu der Behauptung geführt hatte, van Leiden sei ein milieubewanderter Bordellbetreiber gewesen, eine Vermutung, die, falls wahr, für die neuen Freunde und Glaubensgenossen einen praktischen Nutzen gehabt hätte, da diese neuen Religionsstifter einen ständigen Heißhunger nach Frauen hatten, ein Motiv, das uns bei Endzeitpropheten oft begegnet. Jene unstillbare Lust, die stets Schritt halten kann mit der Begeisterung für das Ende der Welt. La Petite Mort und La Grande Mort dicht nebeneinander. Jan von Leidens Gestalt hat durchaus etwas sehr Modernes. Er war der Prototyp des Sektengründers und des esoterischen Trickbetrügers. Seltsam scheu und dennoch äußerst draufgängerisch. Aber man muss immer eine ambivalente Persönlichkeit haben, wenn man bereit ist, auf eine Obstkiste zu steigen und den Leuten zu erzählen, man brächte ihnen das Licht der Wahrheit. Was wichtiger ist, er war das Verbindungsstück zwischen Jan Matthäus und Münster. Die Stadt war keine zufällige Wahl.
Die Offenheit Münsters für radikale Ideen erklärte sich aus den innerstädtischen Konflikten, die dort seit Jahren wüteten. Und bereits im Sommer hatte Jan von Leiden sich dort kurz aufgehalten. Dies war noch bevor er Jan Matthijs kennengelernt hatte. Es war eine Reise allein mit dem Ziel, einen bestimmten Reformer kennenzulernen. Jan van Leiden waren Berichte über ihn zu Ohren gekommen und er wollte ihn sprechen hören. Die Rede ist von Bernhard Rottmann. Doch darüber sprechen wir das nächste Mal. Dann erfahren wir, wie ein ausgebuffter Prediger und ein vorlauter Tuchhändler einen Bischof nach dem anderen in den Wahnsinn trieben. Wie immer freue ich mich darüber, wenn ihr meinen Kanal abonniert und das Video liked. Macht's also gut und bis zum nächsten Mal.